Nach dem Terroranschlag mit 3 Toten in Solingen ist Nordrhein-Westfalen in einer Art Schockstarre. Viele sind wütend. Heute Vormittag war Bundeskanzler Scholz vor Ort und dort traf er sich mit NRW-Ministerpräsident Wüst und Innenminister Reul. Gemeinsam haben sie der Opfer am Anschlagsort gedacht, die beim Stadtfest mit dem Namen Festival der Zukunft, der Vielfalt, Entschuldigung, nur feiern wollten. Niklas Bönsch berichtet. Mit dem Bundeskanzler ist auch die Spitze der NRW-Landesregierung nach Solingen gekommen. Gemeinsam mit dem Oberbürgermeister der Stadt legen sie weiße Rosen nieder und besuchen den Ort des Anschlags. Das war Terrorismus. Terrorismus gegen uns alle. Der unser Leben, unser Miteinander bedroht, die Art und Weise, wie wir leben. Und das ist etwas, was wir niemals hinnehmen werden und was wir niemals akzeptieren werden. Leichter gesagt als getan, denn bei den Menschen in Solingen ist nicht nur die Trauer groß, sondern bei vielen auch die Angst. Und das, obwohl der mutmaßliche Attentäter nicht mehr auf freiem Fuß ist. Ich glaube, ich werde mich jetzt erstmal zurückhalten vor solchen Festen. Weil ich habe 2 kleine Kinder und Ich fühle mich nicht mehr sicher hier in Solingen und in Deutschland. Und das macht mich schon... Ja, ich bin sehr betroffen. Weil man guckt sich schon um, man weiß ja nicht, wer noch so dahinter steckt. Ne? Es kann ja jederzeit wieder einer hinter einem stehen. Man hat diese Gedanken einfach. Freitagabend, die Stadt feiert 650 Jahre Solingen mit dem Festival der Vielfalt. Doch dann sticht ein Mann vor einer der Bühnen mit einem Messer auf die Feiernden ein. Laut Polizei gezielt auf den Hals. 3 Menschen sterben, darunter eine 56-jährige Mutter, die Mitglied der Kanuabteilung eines örtlichen Sportvereins war. 8 weitere Besucher werden verletzt, teilweise schwer. Am späten Samstagabend stellt sich dann der geständige Täter, der abgelehnte Asylbewerber Isaa Al-Haa. Gestern wurde der Syrer per Helikopter zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe gebracht. Wir ermitteln unter anderem wegen Mord, versuchtem Mord, und daraus ergibt sich dann auch die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft wegen Mitgliedschaft oder des Verdachts der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung, namentlich dem sogenannten Islamischen Staat. Der reklamiert den Anschlag für sich und veröffentlicht jetzt ein Video, das den geständigen Täter zeigen soll. Ob es sich dabei aber tatsächlich um den Syrer handelt, ist noch unklar. Währenddessen kündigt Scholz heute eine schnelle Verschärfung des Waffenrechts an. Wenn es nach seiner Bundesinnenministerin geht, sollen Messer in der Öffentlichkeit nur noch bis zu einer Klingenlänge von 6 cm mitgeführt werden dürfen, statt wie bisher 12. Kritik kommt von NRW-Innenminister Herbert Reul. Ich glaube, dass 6 cm, 12 cm oder wie viel Zentimeter die Frage nicht beantworten werden. Dieser Junge hatte 15 cm Messer. Das heißt, er durfte das gar nicht benutzen. Also verbotstechnisch war das vollkommen klar. An der Tatwaffe hat die Polizei mittlerweile DNA-Spuren des Syrers gefunden. Das Messer war wenige hundert Meter vom Tatort entdeckt worden. Währenddessen ist Isaa Al-Haa wieder zurück in NRW und sitzt in Untersuchungshaft. Er wurde von Karlsruhe aus in die JVA Düsseldorf gebracht. Nach dem Terroranschlag gab es gestern Abend Demonstrationen und plötzlich standen sich 2 Gruppen gegenüber. Eine Kundgebung der AfD-Jugendorganisation und Mitglieder der Antifa. Wir waren gerade im Interview mit einer AfD-Ratsfrau aus Düsseldorf, als die Situation eskaliert. Und was ich eben ganz schlimm finde, ist, dass wir jetzt hier eingekesselt werden, dass ich eben tatsächlich Angst hatte, wo eben jemand vor uns schrie, da kommen Sie, da kommen Sie. Und das, was jetzt hier passiert, dieses sehr, sehr Militante, dieses fanatisch Anmutende, hat für mich persönlich nichts mehr mit Toleranz zu tun. Entschuldigung. Die linken Gegendemonstranten versuchen durchzubrechen und die Polizei hindert sie daran, auch mit Schlagstöcken. Und gerade findet in Solingen wieder eine Demo statt. Unser Reporter Daniel Pfänder ist vor Ort. Daniel, wie ist die Stimmung? Ja, noch ist es hier ruhig. Es haben sich für 18 Uhr die Demonstrationen angekündigt des Solinger Widerstands. Wir können ja einmal ganz kurz schauen. Die ersten haben sich jetzt hier versammelt. Ich schätze so ungefähr 50 Leute, die waren noch angemeldet. Die Polizei ist hier mit starken Kräften bislang vor Ort. Hintergrund dieser Demonstration, die gibt es schon länger, die gibt es seit der Corona-Maßnahmenzeit, ist die Aussage, sagt Nein zu Masseneinwanderung, Ja zur Remigration. So hatten sie es online geteilt und aufgerufen zu dieser Demonstration eben. Sie wollen jetzt hier gleich demnächst mit den Autos losfahren. Es geht mit einem Zickzackkurs durch die Stadt und das soll jetzt hier in den nächsten Minuten starten. Die Polizei ist wie gesagt vor Ort vor den Hintergründen des gestrigen Angriffs, um das hier zu schützen. Sie haben ja heute mit Menschen aus Solingen gesprochen. Wie reagieren die eigentlich darauf, dass sie zum Ort von verschiedenen Demonstrationen geworden sind, trotz des Anschlags oder gerade wegen des Anschlags? Ja,
Ja, ich konnte gerade hier auf dem Platz auch mit ein paar Solingern sprechen, die sonst hier ganz normal ohne beklemmendes Gefühl drüber laufen. Natürlich ist das beklemmende Gefühl durch dieses Attentat sowieso da. Jetzt durch die viele Polizei, durch die Versammlung jetzt, die hier angekündigt ist. Insgesamt sind 4 Demonstrationen heute Abend hier in der Stadt von MLPD, der marxistisch-leninistischen Partei Deutschlands, die auch hier auf diesem Platz sich kurzfristig angemeldet hat, bis eben zu diesem Solinger Widerstand. Gibt es hier ganz, ganz viele Gruppen, die so die Befürchtung auch der Anwohner und Bewohner, dass sie hier aufeinander treffen könnten und es dann eben wieder zu Gewaltausbrüchen, wie wir das eben gesehen hatten, von gestern kommen könnte. Also ein beklemmendes Gefühl der Bewohner und Anwohner hier in Solingen. Hoffentlich kommt diese Stadt mal zur Ruhe, um richtig trauern zu können. Dankeschön, Daniel Pfänder. Zu dem Anschlag in Solingen hätte es eigentlich gar nicht kommen sollen. Da sind sich viele einig. Politik und Behörden haben versagt, so der Vorwurf. Konkret wird über ein Abschiebeversagen diskutiert. Wann der Syrer nach Deutschland kam, wie seine Route war und warum er wahrscheinlich bewusst abtauchte, um die Behörden auszutricksen, Christian Benz mit Einzelheiten. In dieser Solinger Unterkunft hat der geständige Täter seinen Plan geschmiedet. Namensschilder zeigen, dass Issa Al-H. in einem Vierbettzimmer gelebt hat. Waren die anderen 3 Mitwisser oder gar Komplizen? Die Polizei durchsucht heute wieder die Unterkunft. Noch mehr Fehler sollen nicht gemacht werden. Denn Fakt ist, in der Vergangenheit ist einiges schiefgelaufen. Der Syrer hätte gar nicht mehr in Deutschland sein dürfen. Jetzt sind 3 Menschen tot. Ich finde, diese Landesregierung hat die Verantwortung, erstmal darzustellen, was sie gemacht hat. Was ist in den Behörden gewesen? Und dann werden wir gemeinsam analysieren, was wir in Zukunft besser machen müssen. Issa Al-H. stammt aus Syrien. Ende 2022 reist er nach Bulgarien. Damit ist er im EU-Raum angekommen. Nach den europäischen Asylregeln ist das Land für ihn zuständig. Doch der mittlerweile 26-Jährige reist weiter nach Nordrhein-Westfalen. Sein Asylantrag in Bielefeld wird abgelehnt. Im Sommer 2023 soll der Syrer nach Bulgarien überstellt werden. Am geplanten Tag ist er aber nicht anzutreffen. Issa Al-H. taucht ab. Etwas mehr als 6 Monate. Kurz nachdem die sogenannte Überstellungsfrist nach Bulgarien abgelaufen ist, meldet sich der Mann wieder bei den Behörden, bekommt schließlich subsidiären Schutzstatus. Mit dem kann er nicht abgeschoben werden. Der Zuwanderer wusste scheinbar bestens über die gesetzliche Lage Bescheid. Der Verdacht, entweder wurde er anwaltlich beraten oder anderweitig über die Fristen informiert. Die Beratungsstellen, die uns bekannt sind, klären auf, im Rahmen dessen, was ihre Aufgabe ist. Das heißt, sie beschreiben den Weg und sagen, es gibt die und die Fristen, aber es wird nicht versucht, in irgendwie rechtswidriger Weise oder sonst irgendwas Menschen zu einem Vorteil zu verhelfen. Hätten Behörden mehrfach versucht, Issa Al-H. anzutreffen und abzuschieben, dann hätte sich die Überstellungsfrist an Bulgarien auf 18 Monate verlängert. Das geschah aber nicht. Manuel Ostermann, Bundespolizeigewerkschaftler und CDU-Mitglied, kritisiert hauptsächlich die Bundesregierung. Die schiebt aktuell nicht nach Syrien ab und handele damit ideologisch. Die Bundesregierung ist es, die es nicht zulässt, dass hier Intensivstraftäter, Extremisten und Terroristen außer Landes verbracht werden, weil sie glauben, dass sie in Afghanistan oder Syrien zum Beispiel mit dem Tode bedroht sind. Sie nehmen es wissentlich in Kauf, dass solche Menschen hier eine akute Gefahr für Leib und Leben der in Deutschland lebenden Menschen darstellt. Und es interessiert sie offensichtlich nicht. Die SPD hat für diesen Donnerstag eine Sondersitzung des Innen- und Integrationsausschusses im Landtag beantragt. Vielleicht kann mir mal einer erklären, warum in allen Bundesländern der Innenminister zuständig ist für Sicherheit und Migration, das heißt auch für Abschiebungen. Und warum in Nordrhein-Westfalen das einzige Bundesland ist, wo es einen Innenminister gibt und eine Integrationsministerin, die hier für die Abschiebungen verantwortlich sind. Der Tatverdächtige hat laut Medieninformationen falsche Angaben gemacht, um die Behörden in die Irre zu führen und Zeit zu gewinnen. Das Flüchtlingsministerium von Josephine Paul teilt heute schriftlich mit, dass die lückenlose Aufklärung auf Hochtouren laufe. Ja, und da fragen wir mal nach, und zwar bei NRW-Innenminister Herbert Reul. Mit ihm hat heute mein Kollege Christian Benz gesprochen. Herr Reul, nach dem Terroranschlag in Solingen wird viel diskutiert. Fakt ist, einen Vertrauensverlust in die Politik gibt es schon seit Längerem. Was muss jetzt aus Ihrer Sicht dringend passieren? Ja, weil es das schon seit Längerem gibt, gibt es höchste Eisenbahn, dass wir beweisen, dass wir vertrauenswürdig sind und dass wir Lösungen haben. Deswegen, ich sag mal, die ersten 2 Nachrichten sind: erstens,
Die Hilfskräfte waren so stark, dass sie vielen Menschen das Leben gerettet haben. Der Staat funktioniert. Die Polizei war so stark, dass sie den Typen erwischt hat und der jetzt ins Gefängnis geht. Heißt, es gibt auch gute Nachrichten, aber es gibt auch offene Fragen, nämlich die Fragen, warum schaffen wir es eigentlich nicht, den Zustrom von immer mehr Menschen in dieses Land zu kontrollieren? Sie sprechen es an, Zuwanderung begrenzen. Wie kann das besser laufen? Es gibt keine Zauberlösung. Es ist saumäßig schwierig. Aber jedes Mal, wenn einer einen Vorschlag macht, fallen alle anderen über ihn her und sagen Unsinn. So geht es auf keinen Fall. Also wenn, dann empfehle ich zusammensetzen, gemeinsam überlegen und es muss an den Außengrenzen Europas stattfinden. Das ist relativ klar. Alles andere sind Hilfsmittel. Abschiebung wird das Problem nicht lösen. Sie sagen, das muss an den Außengrenzen stattfinden, also Stichwort Grenzkontrollen. Wie können die besser durchgeführt werden? Na, ich glaube, an europäischen Außengrenzen ist eher die Idee von, was sind die sicheren Herkunftsstaaten, wo man zurückführen kann. Wie können wir mit den Nachbarstaaten verhandeln? Ich sage mal ein Beispiel. Angela Merkel mit dem Türkei-Deal. Das war der wesentlichste Beitrag, den wir je erlebt haben. Dann hat man denen Geld gegeben, man hat mit denen Verabredungen getroffen und die haben es darum gekümmert, dass die Leute neben die Grenze kommen. Ja, wahrscheinlich muss man sowas an anderen Staaten auch machen. Blicken wir mal auf Afghanistan und Syrien. In die Länder wird seit längerem nicht abgeschoben. Die Bundesregierung sagt aber jetzt auch schon seit längerem, dass sie das Thema angehen wollen. Es passiert aber nicht. Ja, das ist das Problem, was ich sehe. Wenn man es ankündigt, muss man es machen. Und wenn man es nicht macht, verliert man Vertrauen. Und da haben wir jetzt genug von. Herr Reul, vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss. Sie auch. Dankeschön.